Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Heute zum Point of View Review mit dem Ford Cougar 1.5 EcoBoost als ST-Line. Den schauen wir uns heute an. Wie wir sehen, Xenon-Scheinwerfer mit prägnantem LED-Tagfahrlicht. Wir haben einen hochglanzschwarzen Kühlergrill für die ST-Line samt Wabengrill unten. Auch die Blinker sind anders eingeformt. Von der Seitenlinie haben wir hier auch ganz klassisch ein SUV vor uns stehen. Ein schönes SUV oder respektive das ST-Line-Merkmal. Hier die angedeuteten Kiemen mit dem ST-Line-Schriftzug. AWD, weil wir ein Allrad haben. Und Radkappen, weil wir hier Nokian Winterräder auf 235, 55, 17 Zoll haben. Die Heckklappe öffnet elektrisch, da kein Keyless Go, auch nicht mit Gestik. Kofferraum ausreichend groß, wie wir sehen. Die Tasche passt hier wunderbar rein. Wir haben hier auch ein Rollo und keine Hutablage. Geht wunderbar. Knopf drücken und es geht zu. Schauen wir kurz auf den Rücksitzbank. Hoppala, hat er sich wieder zugesperrt. So, da sehen wir auch schon die Rücksitzbank. Im Verhältnis 2/3 zu 1/3 umlegbar. Hier der Mittelarmlehne mit Becherhaltern. Die ist übrigens hier in der Lehne verstellbar, wenn wir das sehen, steil oder eben flach. Wir haben hier nur eine 12 Volt Buchse, keinen USB-Anschluss. Sitztaschen haben wir hier auch, kleine Ablagefächer und da geht es nach vorne. So, dann machen wir hier mal die Zündung einmal an. Alle Armaturen gehen hoch. Wir haben analoge Instrumente hier. Links den Tacho, rechts den Drehzahlmesser, rechts den Tacho. Tankanzeige, Kühlwassertemperatur und mittig den Bordcomputer. Der Bordcomputer wird hierüber bedient, über den Satelliten. Dann haben wir hier den Abstandstempomaten. Hier der Abstand, der eingestellt wird. Hier wird der Tempomat gesetzt. Hier haben wir die Audiobedienung, lauter, leiser Sprachbedienung und Skippen der einzelnen Tracks sowie Telefonannahme und Auflegen. Wir haben hier in der Mitte das Sync 3 System verbaut, wie wir es auch aus allen anderen Ford Modellen kennen. Der Monitor ist gut positioniert in einer optimalen Höhe. Na, hier haben wir Hartkunststoff, CD-Einlage. Und ansonsten der Touchscreen reagiert schnell und zuverlässig. Auch mit den Wischbewegungen können wir hier in den Menüs zum Beispiel auch sehr, sehr schön arbeiten. Apple CarPlay oder Android Auto gibt es hier auch. Ansonsten funktioniert das Ganze sogar per Sprachsteuerung mit natürlichen Sprachbefehlen. Verarbeitung insgesamt sehr, sehr gut. Materialien eher ein bisschen einfacher gehalten, bis auf die neuen Sitze hier oder die Sitze hier mit den Alcantara Mittelbahn und an der Außenbahn haben wir dann Leder. Ich würde eher sagen Kunstleder mit den roten Ziernähten. Schaut sehr, sehr schön aus. Auch hinten alles wunderbar. Wir haben einen großen Dachhimmel hier, den wir auch komplett öffnen können. Vom Öffnen her können wir nur den groben oberen Teil hier vorne vom Schiebedach öffnen. Dann haben wir hier noch eine Mittelarmlehne. Öffnenbar, zwei USB-Schnittstellen sind da unten drinnen. Genau. Verschiebbar ist sie. Dann haben wir hier eine elektronische Parkbremse, den Automatikwählhebel. Und wenn wir den Motor mal anmachen, dann können wir hier schon mal auf D gehen. Dann sehen wir auch hier noch das Klimabedienteil mit der beheizbaren Windschutzscheibe, die wir hier haben. Zusätzlich Start-Stopp können wir hier ausschalten. Wir können die Lenkradheizung aktivieren, den Kofferraumklappe öffnen. Wir haben hier das PDC, können wir hier ausschalten oder hier den Parkassistenten aktivieren. Hier zeigt das uns dann auch an, was wir machen wollen. Querparken, Längsparken
oder aber ausparken oder wir schalten ihn wieder aus. Genau. Wunderbar, dann würde ich auch sagen, können wir jetzt starten. Also was uns bereits auf den ersten Metern auffällt, der 1,5 Liter EcoBoost Motor, hier noch mit 182 PS, da er noch nicht über einen Ottopartikelfilter verfügt und 240 Newtonmeter mobilisiert er. Das ist wirklich wenig. Man merkt es, dass sich der Motor hier auch sehr schwer tut. Er klingt auch angestrengt, schon bereits auf den ersten Metern, wenn man beschleunigt. Zudem, nächster Punkt, ist die Automatik. Wir haben hier eine sehr alte 6-Gang-Wandler-Automatik verbaut, die wirklich stark mit dem Wandler arbeitet, ihn stets öffnet und schließt und eigentlich immer offen hält vor allem und den auch immer weiter öffnet, sodass wir so einen Gummiband-Effekt haben und er versucht stets wie so ein stufenloses Automatikgetriebe die Drehzahl zu halten. Versucht auch die Gänge, wie wir jetzt hören, eigentlich sehr verschliffen zu halten. Schon haben wir wieder das Thema, also er dreht unnötig hoch, schließt den Wandler quasi nie, sodass man einfach mal wirklich mit einer konstanten Drehzahl dahin fahren kann, sondern er öffnet sie stets immer wieder, den Wandler. Ein sehr, sehr unschönes Verhalten. Sehr schön dafür die Lenkung, leichtgängig, aber mit genügend Rückmeldung. Auch das Fahrwerk bietet wirklich einen guten Komfort. Gröbere Unebenheiten, wie wir sie jetzt eben gerade hatten, kriegt man nicht wirklich mit hier im Fahrzeug. Es werden auch keine Schläge in die Lenkung weitergegeben. Das ist auch sehr positiv zu bemerken. An sich ist die akustische Dämmung des Fahrzeugs ganz passabel. Windgeräusche hört man eher gering, dafür aber sehr laute Abrollgeräusche hier von den Nokian Winterrädern. Besonders unschön hier beim Ford Kuga ist in der Tat mit dieser Antriebskombination ein extrem hoher Verbrauch. Ford hat ihn bereits schon mit gut 9,5 Litern angegeben im Drittelmix und das nach dem NEFZ-Zyklus. Das bedeutet, hier weiß man schon relativ schnell, was die Stunde geschlagen hat, denn unter 10 Litern ist der Motor wirklich kaum zu fahren, vor allem im Alltag nicht. Da sind einfach Automatikgetriebe, Allradantrieb, die da extrem zerren. Schauen wir auch nochmal ins Datenblatt hinein, sehen wir sofort, dass der Motor schlicht und ergreifend hier einfach richtig zu kämpfen hat. 11,4 Sekunden benötigt er auf 100 und ist damit fast 2 Sekunden langsamer als der schwächere 150 PS Motor mit einem 6-Gang Handschaltgetriebe und ohne Allrad. Zudem wird der schwächere Motor auch mit knapp 1,5 Litern im Schnitt weniger angegeben und das ist auf alle Fälle realistisch. Also bis es 0 und ich trete rein. Und 100. Ja, da sieht man tatsächlich, wie lange das Ganze dauert. Auch wie angestrengt der Motor klingt. Also die Antriebskombination definitiv nicht empfehlenswert. Ja, kommen wir zum Fazit, zum Ford Kuga 1.5 EcoBoost ST-Line. Mann, die Modellbezeichnungen werden immer länger. Jedenfalls ein wirklich gutes SUV, handlich, sportlich zu fahren, mit gutem Komfort. Also da, wo Ford schon immer stark war,
bleibt sich der Cougar auch treu. Und er schafft es tatsächlich, ein wirklich schönes und ja, einfach im Alltag wirklich umgängliches SUV auf die Beine zu stellen, was man sehr, sehr gerne bewegt. Und nicht umsonst ist der Cougar tatsächlich eins der meistverkauften Modelle im Ford-Konzern. Was man allerdings sagen muss, der Motor, der hier unter der Haube steckt, der alte 1,5 Liter EcoBoost mit 4 Zylindern, ist schlicht und ergreifend einfach die schlechteste Wahl, wäre vor allem, wenn man ihn auch noch mit Allrad und dem Automatikgetriebe kombiniert. Leider einfach wirklich zu trinkfreudig, zu wenig Leistung, zu emotionslos schlicht und ergreifend und einfach keine Kaufempfehlung wert. Da muss man ganz klar sagen, wer einen Cougar kauft, bitte zum Diesel greifen. Ja, ich weiß, Diesel immer noch die Diskussion, aber der Diesel ist und bleibt hier schlicht und ergreifend die erste Wahl, weil er einfach passt. Wer sagt, okay, ich brauche kein Allrad, ich brauche keine Automatik, der darf gerne zum EcoBoost greifen, aber in meinen Augen bitte, wer Allrad braucht und Automatik, Finger weg vom EcoBoost. Wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen, wenn es nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Ansonsten gerne auch ein Abo und die Glocke nicht vergessen, damit wir uns möglichst schnell wiedersehen. Tschüss und Servus, der Ubi.